letztes Auswärtsspiel. Es geht zu den Juniors Oberösterreich. Ja, mit wie viel Rückenwind und wie viel Schwung kann man nach dem wichtigen 5:1 Heimerfolg gegen die Young Warriors jetzt dann nach Linz fahren? Ja, stimmt. Letzte Auswärtsspiel und auch gegen Liga-Konkurrent, was auch hinten mit uns sind. Es wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir letzte Auswärtsspiel gewinnen, auch für Moral und für die ganze Mannschaft für nächste Saison, damit wir das mitnehmen können. Und das 5:1 war einfach sehr schön. Dann müssten wir das Spiel gewinnen und haben wir auch gewonnen. Und ja. Wie befreiend war dieser Sieg gegen die Young Violets, nachdem man ja zuvor viermal in Folge verloren hat? Ja, extrem. Also es ist natürlich schön und so, in Kabine auch ist mehr Stimmung. Wenn du nach so vielen Niederlagen dann endlich einmal gewinnst zu Hause, dann ist alles anders, dann geht mehr auf natürlich und ja, jeder ist glücklich und es war für jeder hier sehr, sehr wichtiger Sieg, ja. Wichtig wäre natürlich, dass man im letzten Auswärtsspiel den ersten Auswärtssieg im Frühjahr landet. Ja, was spricht dafür, dass man am Freitag in Linz endlich wieder gewinnt, nachdem man jetzt schon seit Oktober auf einen Auswärtssieg wartet? Ja, stimmt, das wäre sehr, sehr wichtig und ich glaube, die Jungs sind auch sehr motiviert, die trainieren sehr gut und weil für die nächstes Jahr planen die Trainer schon für die Kader und jeder muss beweisen. Es ist trotzdem keiner steigt ab, also aber jeder Spieler muss natürlich beweisen für die nächste Saison, dass sie bereit sind und ja, es wäre sehr schön, dass wir gegen Last Juniors gewinnen. Man ist in der letzten Woche auf den Berg gegangen und diese Woche auch wieder, also vielleicht ist ja ein gutes Omen, oder? Ja, natürlich, wie wir gesagt haben, also wie du das gesagt hast, dass man, wenn wir gewinnen gegen Austria Wien, dann kommen wir wieder noch einmal und ja, Juniors ist so ein Gegner, die junge Mannschaft natürlich technisch gut, aber natürlich schlagbar und wir sind auch viel junge Spieler, wenn es dieses Spiel nehmen und natürlich interessantes Spiel, ja. Für dich war es natürlich auch ein schönes Spiel, es gegen die Young Violets, vielleicht eines deiner Letztspiele und ja, mit einem Tor quasi abgeschlossen. Wie schaut es eigentlich aus jetzt da? Ja, also ich werde mein letztes Heimspiel wieder gegen Blau-Weiß Linz natürlich für die Falken. Und ja, ich werde leider Verein verlassen und ja, das glaube ich noch immer nicht, aber es wird halt so sein. Und ja, wir haben schon gesprochen, natürlich bin dankbar für alles, für die wunderschöne Zeit. Ich bin hier aufgewachsen, in diesem Verein bin ich Fußballer geworden. Es ist natürlich sehr emotionell und bin dankbar für Präsident von dir. Für jeder Mensch, der mir so viel geholfen hat und ein Teil ist von meinem Leben. Und es ist sicher, ich glaube es, ich habe auch mit meinen Eltern geredet darüber, dass ich kann mir noch immer nicht vorstellen, dass ich Anfang neue Saison woanders bin. Ich habe mir gedacht, ich komme hier um 9 Uhr treffen, glaube ich, ich glaube es noch immer. Und ja, aber das ist halt Fußball und darum ist es so besonders, ja. Ja, ist natürlich für uns auch sehr, sehr schade und eigentlich sehr, sehr traurig. Für dich natürlich eine neue Herausforderung. Wann hast du dich dafür entschieden, dass du jetzt eine neue Aufgabe in Angriff nimmst? Eigentlich, es war ganz kurz. Also es war schon Rede darüber, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so ernst genommen, weil ich habe gedacht, ich habe noch einen Vertrag hier und habe eigentlich vorgehabt, aber durch Manager und durch den halt auf, es war, dass die Verein Interesse gehabt hat und so und auf einmal haben wir es entschieden mit Herr Präsident, haben wir es geredet und so und alles geeinigt und ja, es ist natürlich für mich eine neue Herausforderung. Ich bin ja hier, also in der Nähe und aber trotzdem, ja, ich werde sicher jeder Heimspiel, wenn ich kann, natürlich zuschauen kommen und ja, ich kann es noch immer nicht so genau beschreiben, weil ich ist für mich noch so nicht so klar. Ich komme nicht mit mir noch nicht so klar und ja. Ja, wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr gegeneinander spielen. Ja, das werden wir. Das werden wir. Schauen wir, dass du hier noch einen schönen Abschluss hast. Ja, natürlich. Ja. Zuletzt gegen die Young Warriors getroffen, in St. Pölten getroffen. Ja, vielleicht klappt es in den letzten beiden Spielen auch nochmal. Dann können wir dich gebührend verabschieden. Hoffentlich, ja. Es wird mein letztes Heimspiel sein für die Falken und hoffentlich werden viele Zuschauer. Nein, aber hoffentlich, ja. Mit einem schönen Sieg werde ich hier beenden und ja,
hoffentlich wieder schön sein. Natürlich, ich habe hier vieles erlebt, wirklich tiefen und hoch hinauf, wie man das sagt. Und ja, es war wirklich, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bin hier so Fußballer geworden, ich bin hier ein Mensch geworden und es war wirklich ein anderes, es war alles anders, ja, es ist mein Zuhause. Ja, alles Gute, Leo, wir werden dich vermissen. Ja. Und, aber ja, noch sind ja zwei Runden und haben noch ein bisschen Zeit miteinander. Und, ja, natürlich. Ja. Schauen wir, dass wir die Saison noch schön zu Ende spielen und erfolgreich zu Ende spielen, wäre auch wichtig, hast du schon angesprochen. Und ja, schauen wir, was noch rauskommt. Ja, natürlich. Und ich wünsche Jungs alles, alles Gute für die nächste Saison auch und für jetzt die zwei Spiele noch. Und wirklich super Jungs. Ich weiß, was die können, was für Qualität die haben. Und ja, ich bin dankbar für jeden Trainer, den ich gehabt habe. Ich habe viele Trainer schon hier in Kaffenberg gelebt. Und ja, wichtig, dass wir jetzt die letzten zwei Spiele gewinnen und dann schauen wir, wie es dann weiter wird. Danke, alles Gute. Danke vielmals. Und alles Gute, danke. Ich liebe euch wirklich sehr. Schauen wir nächste Saison, ob du es dann auch noch liebst. Sicher, ich werde euch immer lieben. Ich werde immer in meine Gedanken Kaffenberg wird immer in meine Herz sein und das kann nicht sein. Dann muss ich so unmenschlich sein, wenn ich so auf einmal vergiss oder so, weil egal was passiert, ich bin von hier, ich bin von hier. Ich habe hier vieles gelernt, ja. Danke, Levan. Alles Gute. Ebenfalls, danke.